So klingt er, der Kapdener Jazz-Frühling 2012. Seit 28 Jahren ist er einer der Höhepunkte im Allgäuer Veranstaltungsjahr. Rund 380 Musiker aus 20 Ländern wurden dazu vom Klecks e.V. in die Region geholt. Und das bedeutet nicht nur ein hochkarätiges Musikangebot, sondern auch bis zu 16 Stunden Live-Jazz am Tag. Endlich wieder mit von der Partie Max Kinker und sein Quartett. Von der Anfangszeit bin ich dabei gewesen, jetzt war ich viele Jahre weg, auch im Ausland gespielt und so, und war eigentlich in der Zeit im April, Mai nicht mehr da. Und jetzt freut es mich umso mehr, wieder 3 Tage hier im Klecks die Session leiten zu dürfen und mit hervorragenden Supermusikern spielen zu dürfen, aber nicht nur Musiker, sondern auch ganz tolle Menschen und ganz liebe Typen. Und es macht total viel Spaß. Spaß hatten gestern Abend auch sichtlich die Zuschauer im Klecks. Jazz für Max Kinker mehr als nur Musik, ein Lebensgefühl. Denn nur die Themen der Stücke geben sie sich vor, der Rest wird improvisiert. Und so klingen ihre Konzerte jeden Abend anders. Man fährt die Antennen aus, also so mache ich das und ich denke meine Freunde und Kollegen genauso. Man fährt die Antenne aus und spürt irgendwas, wo es hingeht. Und da braucht man sich oft gar nicht anschauen, sondern das spürt man, das ist so telepathisch, kann man schon bald sagen, aber doch so ein gewisses Augenzwinkern, aha, du und du, jetzt du und dann ich und so, ist doch nur dabei. Aber das braucht nicht viel, man braucht sich da nicht anschauen und Mords, Theater machen, sondern das spürt man und ein kleines Augenzwinkern oder ein kleiner Blickkontakt, die Augen sagen schon sehr viel aus dabei. Über die Hälfte des Kemptener Jazz-Frühlings ist bereits wieder vorbei. Zeit für eine erste Bilanz. Es gibt Faktoren, die kann man nicht beeinflussen, das Wetter. Aber da ist man halt so brav wie mir, dann ist das Wetter gut. Aber was wir beeinflussen können, das sind die Musiker. Und wir haben eine wunderbare Auswahl von Musikern. Wir haben einen Arbeitskreis, die das super im Griff haben. Die Organisation klappt problemlos und völlig ohne Fehler und ohne Ärger. Es ist bis jetzt, man muss fast auf Holz klopfen, ein wunderbarer Jazz-Feeling. Viel zu hören gibt es noch bis kommenden Sonntag. So lange können die Musiker wie Max Kinker das Allgäuer Publikum mit ihrem ganz besonderen Lebensgefühl weiter verzaubern. Mehr Infos zum Programm finden Sie auch im Internet unter www.klecks.de.